Tim, wir wollen nicht lange über das Spiel am Wochenende reden. Lass uns dann noch mal kurz darüber reden, welche Erkenntnisse denn mit aus dem Spiel gezogen werden. Erkenntnisse, dass wir so einen Auftritt auf gar keinen Fall nochmal hinlegen dürfen, das ist, glaube ich, klar. Es ist ziemlich, oder es hat uns ziemlich alles gefehlt, was man an den Tag legen muss, um Spiel bestreiten zu können überhaupt. Dementsprechend können wir jetzt nicht einen Aspekt ausmachen. Wenn man noch in der Höhe verliert, dann glaube ich, ist mehr als eine Sache schiefgegangen. Es ging mehr um die Art und Weise, wie wir das Spiel insgesamt bestritten haben, als jetzt was taktisch rauszuziehen. Wie baut man so eine Mannschaft auf nach dem Ergebnis? Die Mannschaft ist relativ jung. Was hast du so ein Gefühl, wie die Jungs damit umgehen? Ja gut, wir haben jetzt einen Tag danach. Also heute ist jetzt erstmal die Stimmung sehr geknickt. Wir haben heute schon die Videoanalyse durchgeführt. Man muss es ansprechen. Also wir können jetzt nicht einfach nur sagen, Haken dran und weiter geht's. Ich glaube, das tut jetzt auch noch 2, 3 Tage weh. Aber spätestens ab Donnerstag, Mittwoch müssen wir dann auch den vollen Fokus auf Kassel legen und dann auch wieder eine gewisse Lockerheit reinbekommen und das Spiel dann mit 100% bestreiten zu können. Danke dir und auf eine gute Trainingswoche. Tim. Ähnlich wie beim Tim Görner wollen wir auch nicht jetzt groß auf das Spiel gestern eingehen. Trotzdem die Frage, wie geht man jetzt mit so einem Endergebnis in die neue Trainingswoche? Ja, ich glaube, Tim hat es eben schon gesagt. Also, heute tut es natürlich sehr, sehr weh, wie wir uns verkauft haben. Das Ganze, der Gesamteindruck, Spiel war gestern, ist natürlich, boah, also es tut sehr, sehr weh, aber ich glaube, ja, wir müssen das Spiel so schnell wie möglich aus dem Knochen kriegen. Was anderes hilft nicht. Und dann ab spätestens Mittwoch vollen Fokus auf Hessen-Kassel, Derby, Heimspiel. Ja, und dann gilt es einfach 100% Wiedergutmachung, anderes Gesicht zeigen und 3 Punkte holen. Ne? Das ist das Einzige, glaube ich, was zählt. Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, auch so eine, die jetzt vielleicht so ein bisschen nicht passend ist nach so einem Spiel, aber was muss besser laufen? Ich meine, du hast es gerade gesagt, Kassel ist ein Derby, es geht viele auch, oder für die Fans ist es ein wichtiges Spiel, auf was wird es da ankommen? Ich meine, es ist jetzt Anfang der Trainingswoche, aber vielleicht kannst du trotzdem schon mal so ein bisschen einen kleinen Ausblick drauf werfen, auch vielleicht auf den Hinblick, was jetzt in der Trainingswoche passieren muss im Training. Ja, wie gesagt, fußballerisch, gerade jetzt am letzten Wochenende, war das überhaupt nicht unser Gesicht. Wir können es deutlich besser. Ich glaube, haben auch in der Vorbereitung gezeigt, dass wir gute Zocker sind. Das natürlich. Und was das Haupte ist, ist natürlich die Körpersprache. Ne? Es war gestern einfach durch die Bank weg nicht gut. Und gerade in einem Derby, da muss der Platz brennen, das Stadion muss brennen, da muss reingeflogen werden, die Zweikämpfe. Und das ist unser Anspruch. Und dem müssen wir dann einfach auch gerecht werden. Ne? Alles klar, dann danke dir für die Zeit und auf eine gute Trainingswoche. Henry, auch schon wie bei den beiden Kollegen vorher, wollen wir das Spiel ja schnell abhaken. Dennoch die Frage, ja, was nimmt man so ein bisschen mit aus der Sicht auch vielleicht eines Torhüters? Ja, worauf kommt es an jetzt in der Trainingswoche? Ja, also ich denke, wie der Tim schon gesagt hat, es war keine gute Leistung vom ganzen Team. Und es geht jetzt darum, einfach das abzuhaken. Ist passiert, können wir nicht ändern. Und im nächsten Spiel anzugreifen, am besten die Null zu halten. Und ja, einfach wieder die Punkte einfahren. Lass uns mal so ein bisschen drauf schauen, für dich persönlich nach so einem Spiel. Das ist sicherlich nicht schön für dich, 7 Dinger zu bekommen. Vielleicht kannst du so ein bisschen darauf eingehen, wie das für dich dann selber ist. Persönlich auch, wie du damit umgehst nach so einem Spiel. Ja, also es ist nicht schön, 7 Mal hinter sich greifen zu müssen. Während dem Spiel war nicht sehr angenehm. Nach dem Spiel auch heute noch. Aber jetzt gilt es einfach, es abzuhaken und in den nächsten Spielen zu performen. Dann auch dir, Henry, danke für deine Zeit und auf eine gute Trainingswoche.